So, weiter geht's. Wie ist die Lage? Katastrophal. Wir haben hier im Zwischenlager ständig mit Angriffen der Gnome zu kämpfen. Am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber langsam werden sie zu einer echten Bedrohung. Diese kleinen Scheusale ziehen mittlerweile mordend und plündernd über die Insel. Da, sieh dir das an. Da sind sie schon wieder. Ja, ja. Als ob ich da nicht getroffen habe. Ach komm schon. Jetzt langsam wird's lächerlich. Damit hat das Biest nicht gerechnet. Ich hab 3 Gnome hier besiegt, ey, wie lächerlich. Naja. Alle schön plündern. Hallo, bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Anscheinend konnte er sich das selbst beantworten. So, habe ich jetzt alle gelootet? Ich hoffe. Schon wieder schlafen. Ich mag die nicht. Insbesondere wenn ich mit der Axt kämpfe, die sind einfach viel schneller. Deine Gnome sind Geschichte. Ja, ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Kann sein. Naja, es wird ja so einiges geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählen soll. Was soll das? Wovon sprichst du? Es gibt da so eine Fabel, die sich Seefahrer am Lagerfeuer erzählen. Hüte dich vor dem Gürger und seinen Schergen. Wenn du Unrecht tust, kommen sie über dein Land, töten dich und stehlen dein Hab und Gut. Jetzt dreht er völlig durch. Mag sein, aber irgendwie erinnert mich diese ganze Scheiße daran. Der Inquisitor schickt mich. Er wartet auf die Lieferung einer goldenen Kristallscheibe. Wie sieht's damit aus? Verdammt! Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Diese verfluchten Gnome. Nee, jetzt sagt bloß nicht, ihr habt sie euch von den Gnomen klauen lassen. Naja. Na toll, das habt ihr ja prima hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Hey, Mendoza, altes Haus! Deinen großen Plan kannst du wohl vergessen. Der Gürger hat die Kristallscheibe geklaut. Beim Licht der heiligen Flamme, nein! Wir müssen die Scheibe irgendwie wiederholen! Vom Gürger? Nein! Ach, verdammt! Ich weiß es doch auch nicht! Na gut, ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Nein, das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist an mir, diese Mission auf mich zu nehmen. Tatsächlich? Dann wärst du der Erste, dem ich begegne, der das so sieht. Wirklich? Ach, wenn das so ist? Ja, ja, komm, erzähl mir einfach, was du über die Gnome weißt. Tja, also, wenn sie uns angegriffen haben, kamen sie meistens aus dem Osten. Was gibt es denn im Osten? Ein großes Gebiet. Und ganz am Ende der Insel eine lange Hängebrücke, die zu einer großen Felshalbinsel führt. Doch ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen.
Na gut, ich hoffe, das reicht. Wir sehen uns. Ja, pass auf dich auf. Na, erinnert euch noch. Haben wir schon mal gesehen. Raus! Ja, verschwinde von hier! Ich will anscheinend überhaupt nicht mehr mit mir reden. Der auch nicht. Okay, hier will keiner mehr mit mir reden. Lass uns handeln. Wollt ihr jetzt wieder mit mir reden? Was ist los? Ja, jetzt reden die wieder mit mir. Problem. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ist doch schön. So. Mal nachdenken, was wir jetzt machen. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Die Gnome da oben wegmachen, aber ich hab kein Quest. Ich hab kein Quest, Alter. Ich hab keine Quest dafür bekommen. Deswegen ignoriere ich das jetzt einfach. Und gehe wieder zu meinem Kumpel Donny. Donny Estebanus. Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Mach ich. Hast du eigentlich langsam mal die Frau da unten rausgeholt? Da geht schon zum, keine Ahnung, 12. Mal, aber ich habe auch keine Lust nachzugucken. Jetzt eigentlich gerne in den Tempel da reingucken. Aber ich gehe doch lieber zuerst nochmal zu meinem Kumpel Don Esteban. Ihr wollt mich doch verarschen, warum kommt denn jetzt noch eine da aus dem Gebüsch raus? Nur nervig. Warte, hier kommt Hilfe. Oh, ja. 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 Ja, das Mistvieh ist hinüber. Ich freue mich, dich in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wir können deine Unterstützung gut gebrauchen. Dankeschön. Das freut mich. Der Inquisitor die Insel wieder verlassen wird, bevor wir hier alle ins Gras beißen? Manchmal glaube ich nicht mehr daran. Ich auch nicht. Warum hat dich der Don nicht gleich zum Kämpfer gemacht? Naja,
Das wäre ja auch etwas zu viel auf einmal. Das frage ich mich auch, warum der Tommy nicht einfach zum Kämpfer gemacht hat. Aber danke, dass du mir so gut vertraust. Das gibt mir alle Ehre. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns und schon auf gutem Wege zum Kämpfer zu werden. Nicht schlecht. Das ging ja ziemlich schnell. Weiter so. Ja. Ich hörte, du bist jetzt Jäger. Gut so. Dann muss ich mich nicht mehr um dich kümmern. Hast du eh nie getan, du Großmaul. Ja, ja. Ist ja schon gut. Ach, sieh an. Der neue Jäger. Dann nimm mal deine Waffe und besorg mir mein Fleisch. Das hättest du wohl gerne. Du kannst dich noch so anstrengen. Für mich wirst du immer ein Lakai bleiben. Na dann, für mich bleibst du für immer ein Idiot. Der mir nichts zu sagen hat. Man erzählt sich, dass sich die Bedrohung durch die Weißen entspannt haben soll. Ich kann das so recht nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Ich muss einfach ein bisschen mehr believe. Believe it. Was willst du von mir? Hast du nichts zu tun? Ich dachte, vielleicht hast du was Neues zu berichten. Nein, ich kann dich immer noch nicht leiden. Selber schuld. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Er sitzt den ganzen Tag nur... Schön, dich zu Hallo. Sehen. Schön, dich zu sehen, ja. Bei mir ist alles in Ordnung. Weitergehen, Jäger. Okay. Mach's gut. Hey, du. Komm mal her. Ich muss mit dir sprechen. Was bist du denn so einer für einer? Wer bist du? Das ist unwichtig. Es reicht, wenn du weißt, dass mein Boss ein großes Interesse an dir und deinen Fähigkeiten hat. Er hat mich geschickt, um dir ein Angebot zu machen. Du aus wie ein Pirat. Für wen arbeitest du? Für einen sehr mächtigen Mann. Etwa mächtiger als der Don? So etwas solltest du nicht tun. Für solche Bemerkungen sind schon so einige gestorben. Wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Don Esteban und mein Boss sind Geschäftspartner. Und das schon sehr lange Zeit. Ich als sein Unterhändler kann mich hier frei bewegen. Was dagegen? Ich werde vielleicht mal drüber nachdenken. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber beeile dich damit. Das Angebot währt nicht ewig. Du bist einer von Kapitän Romanovs Männern. Ich bin beeindruckt. Du bist ein schlaues Köpfchen. Siehst du? Und darum sollst du seinen Job erledigen. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Schluss mit dem Gefasel. Was will dein Boss von mir? Du sollst jemandem helfen, der sich selbst nicht helfen kann. Du sollst etwas finden, was dieser jemand nicht alleine finden kann. Und du sollst eine wichtige Entscheidung treffen, die dieser jemand nicht selbst entscheiden kann. Werde mal konkret, wem soll ich helfen? Einer Frau. Sie hat eine kleine Kneipe unten am Hafenkai in der Stadt. Oh, ich hab's geahnt. Du redest von Patty. Ich sehe schon. Dir kann man nichts vormachen, was? Was wollt ihr von Patty? Nichts, was sie nicht auch will. Keine Sorge. Wir wollen ihr kein Leid zufügen. Alles, was wir wollen, ist, dass du zu ihr gehst und tust, was sie von dir verlangt. Das ist alles? Aber ja doch. Das ist doch nicht so schwer für dich, oder? Und was springt für euch dabei heraus? Du wirst schon früh genug alles erfahren, was du wissen willst. Nur so viel. Wenn du das Angebot annimmst, wirst du fürstlich dafür belohnt werden. Also, was sagst du? Okay. Ich werde Patty aufsuchen. Gute Entscheidung. Nun, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten. Wir lassen von uns hören.
sobald wir es für angebracht halten. Viel Erfolg und schönen Tag noch. Okay. Nervensäge. Bleib anständig. Alles klar. Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung dafür. Was macht dieser merkwürdige Kerl da am Eingang? Du meinst Balturo? Er ist einer von Kapitän Romanovs Männern. Der alte Pirat sendet öfter mal jemanden zu uns. Der Don macht Geschäfte mit ihm. Meistens irgendwelche kleinen Gaunereien. Nichts Wichtiges. Jedenfalls nicht für mich. Verstehe. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass ihn mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo du den Eingang findest. Viel Erfolg! Ich hörte, du hast den Weg des Jägers gewählt. Nun, dann wünsche ich dir alles Gute auf den schwierigen Wegen, die vor dir liegen, mein Sohn. Danke schön. Elender. Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Für einen Waffenstillstand zwischen uns und den Weißen sollst du ihm alle goldenen Kristallscheiben aushändigen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist sein Preis. Ha, das ist doch noch nicht alles. Was hat er mit den Scheiben vor? Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Es führt in den Berg und war verschüttet. Der Inquisitor vermutet dort die Ursache für die bedrohlichen Vorkommnisse auf der Insel. Die Scheiben braucht er, um das Tor zu öffnen. Verstehe. Weißt du, was hinter dem Tor ist? Vermutlich ein Tempel, aber genaues weiß man erst, wenn man hineingeht. Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Sehr gut. Der Inquisitor öffnet einen neuen Tempel und einer meiner Jungs ist dabei. Der Gedanke gefällt mir. Du hast meine Erlaubnis. Aber wenn du hineingehst, arbeitest du natürlich weiter für mich. Das ist dir hoffentlich klar. Was soll ich im Tempel für dich tun? Ein Tempel bedeutet Gold. Und ein ungeöffneter Tempel bedeutet viel Gold. Wenn du dort hineingehst, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gold auf unseren Haufen wandert. Das wird das lukrativste Geschäft seit langem. Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Mein Leibwächter Fincher organisiert gerade eine Ausgrabung bei einer Tempelruine im Osten, nicht weit von der Vulkanfestung entfernt. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen. Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle. Und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen? Ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Nein, so läuft das nicht. Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich sage dir, was du tun wirst. Bring mir erstmal die restlichen Kristallscheiben, die der Inquisitor für seinen Tempel benötigt.
Wenn wir alle Scheiben hier haben, wird er uns nicht mehr mit dem bisschen Goldkram aus seinem Tempel abspeisen können. Dann haben wir ihn gänzlich in der Hand. Anschließend können wir uns immer noch Gedanken machen, was wir als Gegenleistung für seine wertvollen Scheiben verlangen. Das nenne ich doch mal einen Plan. So, den nochmal ablegen. Belagskampf 5 lernen. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du musst Waffe anders halten. Da kannst du länger schlagen. Du meinst, ich kann dann längere Kombinationen durchführen? Ja, du musst Waffe aber weiter unten anfassen. Jetzt möchte ich den Ring wieder anziehen. Mulett. Wo ist denn hier? Da. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Zack. Axtkampf 6. Kann ich das nämlich einhändig tragen. Kannst du mich im... Was macht das nächste? Ah, okay. Gesetze hin oder her, so geht das nicht. So, speichern und mal nachgucken, was sich hier hinten verbirgt. Soweit ich mich erinnern kann, nichts Gutes. Yep, und deswegen gehe ich auch wieder hier raus. Den lege ich mich nicht so einfach an. Und schwupp. Du wirst das schon richten. Jupp. Ich denke mal, ich darf immer noch nicht da rein. Was willst du? Wieder rein. Was will... Das war's dann auch wieder mit der Risen-Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.